Und mit dem Zusammenfalten bzw. das Auseinanderfalten des Robomonsters begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Crashed Vinsanity im Endbosskampf gegen Victor und Moritz, die ehemaligen Haustiere, wie man hier jetzt sagen kann, von Cortex. Damals also noch klein und also noch kleiner als jetzt und nicht ganz so böse war wie jetzt. Oder vielleicht auch doch. Wer weiß es? Wer weiß das schon? Ich sehe auf jeden Fall, dass die Bots da ohne Ende rumlaufen. Und ich glaube, ich habe den Bosskampf doch jetzt wieder ein bisschen besser drauf als im letzten Part. Ich hoffe es zumindest mal. Drückt mir die Daumen, denn dieser Endboss ist alles andere als leicht. Finde ich zumindest. Das ist mein persönliches Empfinden. Der will mir Feuer damit dann machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das will ich aber nicht. Ich mag es nicht, wenn man hinter ihm brennt. Nachher fragt noch einer, warum riecht das hier nach Hühnchen? So, das war Phase 1. Phase 1? Danke. Oha! Jetzt kommt Cortex. Jetzt kommt Papi Cortex. Aua! Ja, super. Kann ich darauf schießen? Ich weiß es nicht mehr. Also die Schnellfeuerwaffe ist gar nicht mal so schlimm. Die andere Waffe ist schlimm. Die hier. Mit dieser Wellenwirkung. Die ist gemein. Verlass mich lieber auf die Schnellfunktion der Waffe. Wenn ich ehrlich bin. Haut nicht mehr rein. Vor allem, man kann nur dann die Waffe anscheinend schädigen, wenn sie inaktiv ist. Also es ist nicht so wie bei Engine, wo man den die ganze Zeit eine reinballern kann. Nein, hier muss man tatsächlich warten. Aber es ist... Nein! Nein! Höchststrafe, ehrlich. Nein. Alles nochmal. Oh, Alter. Das ist ja nun echt Höchststrafe. Alter. Lieber Entwickler, ihr hättet euch gerne die Mühe geben können und hier einen Speicherpunkt hinzufügen können. Riesiger Kritikpunkt dieses Spiels. Vielen Dank. Das ist fies. Ein Endbosskampf in drei Phasen einteilen kann man gerne machen, aber dann bitte auch mit Speicherpunkt. Alles andere ist Mist. Ganz einfach. Jetzt weiß ich nämlich auch unter anderem, warum ich Crash nie zu Ende gespielt habe. Weil ich das einmal gemacht habe und das mir so viele Nerven gekostet hat, dass ich mir danach gesagt habe, ich fasse dieses Spiel und verrecken nie wieder an. Ja, es hat super geklappt, wie man sieht. Denn jetzt let's play ich dieses Spiel. Super. Nina, stell ich nicht so an. Ist für uns alle die sechste Stunde. So, damit hat sich das auch schon mal erledigt. Gut, also mit Papi Cortex müssen wir auf jeden Fall... Ich weiß jetzt übrigens auch nicht, warum ich ihn Papi Cortex nenne. Aber egal. Ich nenne ihn jetzt einfach so. Och, Alter, Nina. Richtig halt durch ihre Bots gewesen. Ja, auch egal. Ich hau mal an. Ich bin ein kleines Schulmädchen. Was? Na komm, du großer, böser Mann. Ich muss sagen, ich finde das mit dem Thronsaal richtig cool irgendwie. Ich
weiß nicht warum. So ein futuristischer Thronsaal hat irgendwie was. Och, Nina. Mach doch nicht so einen Scheiß, Mann. Das hat vorhin so gut mit uns geklappt. Ja, danke. Von Arschbraten war nicht die Rede. Ey, jetzt geht's auch ein bisschen schneller anscheinend. Okay, Nina ist durch. Cortex, du bist dran. Okay, ich schaffe das schon. Ungefähr das dürften die Gedanken von Cortex gewesen sein. Ja, da im Sprung ziemlich scheiße ist, müssen wir echt zusehen, dass wir dann schnellstmöglich wegkommen. Deswegen ist das gar nicht... Oh, danke. Hat super geklappt. Denn Cortex ist leider nicht so sprungbegabt wie ein Crash. Schade eigentlich. Weil ich muss tatsächlich sagen, dass Cortex mit einer meiner Lieblingscharaktere ist. Darf ich noch so scheiße sein, wie er ist, aber für mich ist er ein Lieblingscharakter. Okay, einen Punkt haben sie schon mal weg. Soweit waren wir schon beim letzten Mal. Nur leider hat das Spiel sich dann gesagt, okay, jetzt ficken wir ihn mal so ein bisschen. Ich weiß, Entschuldigung für den Kraftausdruck. Ich laufe. Tschüss. Oh nein! Ich war zu schnell. Oh. Es tut mir echt leid, dass ihr euch das antun müsst. Es tut mir echt leid. Ihr sagt bitte nicht qualitativ wertvoll. Nee, das ist bestimmt nicht wertvoll. So, erstmal tankt er sich auf. Ach nee. Der hat sich angeschlossen, damit er die Bots da auskotzen kann. Das ist so eine Art Mutterbot. Guck mal, selbst Nina kann höher springen als Cortex. Warum kann die fette Sau nicht so hoch springen? Mensch. Also nichts gegen Leute, die etwas mehr auf den Rippen haben. So meine ich das nicht. Bloß ich verstehe halt nicht. Nina ist so... Nina und Cortex sind ja nun beide ziemlich klein. Aber Nina kann trotz allem höher springen als Cortex. Warum? Was hat das für einen Grund? Hat sie mehr Übung als er? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Dieser blöde Bot, ne? Durchgedreht. Was für ein Wortspiel, Freunde. Oh, Alter. Kann mich jemand bitte überschlagen mit diesem Wortwitz? Alter, das war ja nicht gerade das Gelbe vom Ei. Meine Güte. So, soweit so gut. Jetzt müssen wir dem Arsch einfach nur noch den Saft abbringen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen ist es auch gar nicht so uninteressant, dass Nina als erstes drankommt. Erstens wegen Ladies First und zweitens wegen, ja, Technik und so, ne? Weil sie hat ein besseres Verständnis. Was machst du da eigentlich? Die erste Phase ist längst durch. Ja, irgendwie... Jetzt merkt das Spiel das auch mal. Schön. Ich habe schon gedacht, das Spiel merkt das jetzt gar nicht mehr. So, Cortex. Jetzt bist du dran. Ich laufe mal. Einfach laufen. Einfach nur laufen. Das ist die Devise. Einfach laufen. Nicht laufen lassen, einfach laufen. Womöglich nicht in die falsche Richtung, wenn es geht. Immer schön nach links. Bei mir wird die rechte Seite stets ignoriert. Ach ja. Komm, lauf, 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 lauf. Ja, danke. Ja! Das Ding ist in die Luft geflogen. Geil. Und die MP ist noch unpräziser als die andere Waffe. Ah, ist das schön. Mensch, wir kommen weiter. Wir haben Fortschritt. Wow. Jetzt ignoriere ich nicht mehr die rechte Seite. So sieht's aus.
Ja, Cortex ist auch durch. Guten Tag. Mecha Bandicoot ist wieder da. Ah, das sieht doch stark nach Dingo-Dial aus. Du machst hier einen auf Star Wars oder was? Ich verstehe. Lord Vader ist back. Verstehe schon. Ja. Ja, ja. Kung Fu Fighting. Was hast du denn jetzt geraucht? Aber das erinnert mich so hart an den Bosskampf im dritten Teil gegen Dingo Dial, ganz ehrlich. Kein Witz. Ja genau, spring noch so schön, damit ich ja nicht an dich rankomme. Jo! Ja. Oh, Junge, ich liebe Brathähnchen. Was für ein bescheuertes Ende. Weißt du, Crash, all die Jahre habe ich mich in dir getäuscht. Dich zu erzeugen war ein Fehler. Und deine Existenz eine Erinnerung an diesen Fehler. Aber ich habe aus all dem hier gelernt. Man kann nicht vor seinen Fehlern davonlaufen. Aber man kann sie begraben. Ich will dein lächerliches Gesicht nie wiedersehen. Geil. Ja, das war's mit der Story von Crash mit Sanity. Freunde, wir haben es geschafft. Ich bin total am Ende, aber wir haben es geschafft. Crash mit Sanity ist durch. Zumindest was die Story angeht. Die Edelsteine, da muss ich mal gucken, wie fehlen, wie ich das mache. Ich denke mal, ich werde die... Das wird dann wahrscheinlich der einzige Part sein, den ich schneiden und rendern werde, weil ich werde die Passage, wo die Edelsteine reit sind, dann zusammenschneiden, damit das dann ein großer, ganzer, schöner Part ist. Mit den Edelsteinen, das heißt, ich darf jetzt Twin Sanity nochmal richtig schön privat durch... Spam, hätte ich jetzt gesagt. Eigentlich hätte ich was ganz anderes gesagt, aber egal. Ja, was halte ich von Twin Sanity? Wie gesagt, mein Favorit ist es nicht unbedingt. War aber trotzdem eine interessante Erfahrung, es mal zu spielen und vor allen Dingen es auch nochmal zu beenden. Also, ja, die etwas Älteren unter euch wissen ja, dass ich ja eigentlich eher so der Freund der Originaltrilogie bin. Die ich ja nun auch nicht nur ein paar tausend Mal mehr gespielt habe als Twin Sanity, sondern auch ja, als Kind einfach geliebt habe, die alte Trilogie.
Darum geht's jetzt aber nicht. Und zwar geht es jetzt um Twinsanity. Also die Musik kann man sagen, die ist super. Die ist echt gelungen, also kann man nicht anders sagen. Die Bereiche auch hervorragend gemacht. Vor allen Dingen, das hatte ich ja auch schon gesagt, als wir mit Cortex und Crash in der Akademie des Bösen waren, um Nina zu holen. Ich finde es sehr gut, dass man auch so einen kleinen Einblick kriegt in Cortex Vergangenheit. Auch was seine Kindheit angeht. Gut, dass Twinsanity im Gegensatz zu seinen Vorgängern keinen Warpool mehr hat, ist ungewohnt. Und es ist auch richtig blöd, gerade was Backtracking angeht, wenn man alle Edelsteine holen will, dann ist es richtig blöd. Weil es gibt noch bestimmte Wege, die man nehmen kann und alles andere so, ja, vergiss es. So ungefähr. Im Warpool wäre es einfach einfacher gewesen. Hätte man einfach eine Plattform gedrückt, so hier, der Bereich, danke, auf Wiedersehen. So, wisst ihr? Story kann man nichts anderes sagen, also die ist echt gut gemacht, auch gerade was die beiden Papageien von Cortex angeht, wie gesagt, Vergangenheitseinblick und so weiter. Die Bosskämpfe, ah, Michael Gollum hier übrigens auch wieder, ne, der gute Mann, der hat ja schon von Anfang an mitgemacht. Ist interessant, dass er auch hier dabei ist. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, Grafik ist halt, oh Gott, mein Gott, es ist ein PlayStation 2 Spiel, also was erwartet man da? Also, ne, deswegen, es ist schon ein etwas älteres Spiel. Von 2004, anscheinend ein sehr erfolgreiches Gaming-Jahr, 2004. Ich habe ja schon ein paar Spiele von 2004, auch richtig gute Spiele. Ja, ich finde es auch gut, dass so ein bisschen umgeswitcht wird, also dass wir auch tatsächlich selber mal Cortex spielen dürfen und auch Nina später. Und dass sogar Mecha Bandicoot, dass der nochmal vom Anfang, den hatten wir ja nur am Anfang gehabt als Gegner, dass der dann auch nochmal einen Auftritt hat und zwar als eigener Charakter. Das finde ich richtig cool. Auch wenn das jetzt so eine Parodie, hätte ich jetzt fast gesagt, auf Star Wars ist, schön mit Lichtschwert und dann noch diese Barrieren, die so ein bisschen umherwandern. Das hat mich echt an Dingodile erinnert aus Crash 3, weil da war so ein ähnliches Konzept. Beziehungsweise es war eigentlich genau das gleiche Konzept, nur eben halt nicht mit Lichtschwert, sondern mit seinem Ding da, was er da sonst immer hat. Ist das eigentlich ein Flammenwerfer oder was soll das für ein Ding sein? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ein modifizierter Flammenwerfer, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, wenn ihr spielen wollt, gerne. Ihr müsst es aber nicht, weil ich würde dem Spiel, wenn ich das Spiel nach dem Schulsystem benoten müsste, würde ich dem Spiel... Ja, ich würde dem Spiel eine 3 geben, weil es hat leider durchaus auch seine Schwächen. Unter anderem die Kamera. Ne, das darf man nicht vergessen. Die Steuerung, die spielt teilweise sehr gerne verrückt. Also noch schlimmer als bei der N-Scientology. Also bei der N-Scientology, da haben sich so viele Leute beschwert, ja, die Steuerung der N-Scientology ist so eine Katastrophe. Finde ich gar nicht. Ich finde die von Twinsanity viel schlimmer. Muss ich tatsächlich sagen. Gerade so, wenn man die Richtungstasten verwendet, da hast du ein richtig dickes Problem. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Crash Bandicoot kommt wieder. Ja, der kommt auch wieder. Auch auf diesem Kanal. Aber nicht so schnell. Crash Bandicoot kommt wieder. Keine Frage. Genau, und jetzt sind wir wieder in der Eiswelt. Das tue ich euch aber nicht an. Also das werde ich schön alles offscreen machen. Höchstwahrscheinlich, beziehungsweise ich kann ja mal... Wir gehen nämlich nochmal zurück auf die erste Insel. Aber ich schmeiße euch gleich raus, keine Sorge. Was fällt mir jetzt noch ein als Schwäche? Ja, wie gesagt, beim Endboss ist es so ein bisschen fies, dass der zwischendurch, wenn du eine Phase geschafft hast, dass du dann nicht einfach zurückgeschickt wirst. Also, dass du dann nicht, was weiß ich, wenn du jetzt in der dritten Phase stirbst, dass er dann sagt, alles klar, dann fängst du in der dritten Phase, also du machst in der dritten Phase weiter. Sondern wo die dann sagen, ne, du fängst richtig schön bei Null an, ne, richtig schön von Anfang an, ne, damit du richtig schön hier x-beliebiges Wort einfügen bist, ne. Deswegen, also, wie gesagt, wie ist das jetzt eigentlich, hat er das jetzt, 98%, der Bosskampf hat uns ganz 7% gebracht, okay. Gut, ich werde jetzt eh nochmal speichern. Da hinten habe ich ja schon den nächsten Speicherpunkt gesehen. Werden wir sowieso, weil... Jetzt geht die große Edelsteinjagd los. Bitte sag mir, dass er gespeichert hat. 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 Und er hat natürlich nicht gespeichert, war ja klar. Ja, Freunde, wie gesagt. Ich schmeiße euch hier raus an dieser Stelle. Das ist übrigens genau... danke, Spiel, dass du mir das gesagt hast. Jetzt fällt mir das nämlich auch wieder ein. Das Speichern. Das Speichern macht irgendwie nicht so wirklich Sinn.
Also dieses manuelle Speichern. Gut, jetzt hat er es zwar angenommen. Nein, ich speichere das dann halt nochmal. Ist ja nicht schlimm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er so ein bisschen seine Schwierigkeiten hat, das zu akzeptieren, wenn man einfach mittendrin mal speichern will, dass er damit nicht so wirklich zurechtkommt. Automatische Speichern. Ich kann schon nicht mehr reden hier. Gut, ich würde mal sagen, diese Höhle hier eigentlich. Jetzt weiß ich ja, wie man die Kamera steuert. Ich meine, dass diese Höhle uns in den ersten Bereich zurückführt, in den allerersten. Ich bin mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher da. Und es ist schön, diese Musik wieder zu hören. Und vor allen Dingen, ihr stellt sicherlich auch fest, dass es jetzt viel heller ist als vorher. Wie gesagt, durch die Umstände. Ah, geil. Die werden wir eh brauchen, die Leben. Weil das, was ich jetzt gleich treiben darf, nachdem ich euch rausgeschickt habe. Und da sind wir am Anfang. Wie schön. Ich werde mich gleich, wie gesagt, nochmal versuchen, möglichst alle Edelsteine zu holen. Weil ich habe gerade Bock auf Crash. Nachfolgeprojekt habe ich noch keins. Eventuell lasse ich mir noch was einfallen. Ansonsten kann es tatsächlich passieren, dass die Strategiesparte, dass ich die dann sonst vergrößern werde. Heißt, dass dann statt ein Part zwei Parts am Tag kommen. Eventuell. Aber da muss ich alles sehen, wie das auch zeitlich passt. Denn es kann nämlich auch genauso gut sein, dass ich das zeitlich überhaupt nicht gebacken kriege. Dann kann es nämlich auch sein, dass nur dieser eine Part dann kommt und vielleicht noch das Nebenprojekt und das war's dann. Aber wie gesagt, die Story von... Oh, hier kommen keine Fische mehr runter. Das ist interessant. Wieso kommen hier keine Fische mehr runter? Das halte ich für moralisch verwerflich. Warum kommen hier keine Fische mehr runter? Und warum kriege ich keine Leben mehr da oben? Ich habe vorher so schön viele Leben gekriegt. Jetzt plötzlich kriege ich keine mehr. Das ist ja eine Frechheit. Ja, ja. Nee, also Freunde, ich würde sagen, das war's mit Crash Twinsanity. Ich denke mal, der nächste Teil, den wir dann angehen werden, dürfte dann das Remastered sein, beziehungsweise das Remake, die Ancient Trilogy, denke ich mal, aber nicht sofort. Weil, so viel kann ich schon mal sagen, im nächsten Let's Schnacken steht nämlich ein Großprojekt an. Aber wie gesagt, da muss ich auch nochmal gucken, wie ich das zeitlich hinkriegen werde. Deswegen, das wird jetzt so eine Geschichte mit meinem Job. Auch wenn ich jetzt nicht Vollzeit arbeite, das stimmt. Aber trotzdem, es kann immer mal sein, dass irgendwie Holland in Not ist. Und ne, wegen Überstunden und so weiter. Ne, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ist jetzt übrigens schön, dass ich die ganze Zeit jetzt mit euch hier rumlatsch. Aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Also ein bisschen Erinnerung nochmal hervorrufen. Ich finde das nicht verkehrt. Denn ich, wie gesagt, aber Sequenzen werde ich euch nicht antun. Keine Sorge. Also das erspare ich euch. Also wenn jetzt hier gleich nochmal Akku ankommt zum Beispiel, dann rechne ich schon fast mit, dass der gleich angeschissen kommt, der gute Akku. Ne? Wie gesagt, Freunde, ja, Undead Horde läuft noch. Dungeon Keeper übrigens auch noch. Aber Dungeon Keeper läuft nicht mehr so lange, denke ich mal. Also es wird wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit gehen. Vor allem, wenn ich mich genauso scheiße anstelle wie in den vergangenen Missionen. Aber das Spiel läuft auch noch. Nähert sich aber so langsam auch dem Ende. Crash ist wie gesagt durch und den Part mit den Edelsteinen, den schneide ich dann halt dementsprechend zusammen. Also das kann dann sein, dass es dann qualitative Unterschiede geben kann. Nicht zwangsweise muss, aber es kann. Ne? Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Nicht, dass ihr euch plötzlich wundert, dass da irgendwie der Ton oder was anders ist durch die Konvertierung oder sowas, weil das passiert leider. Das Format Factory irgendwie, wenn er das Format ändert, es qualitative Einbußen gibt. Das hat er mir damals nämlich mal ein Zuschauer mitgeteilt in einem anderen Projekt. Aber das soll nicht euer Problem sein. Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr bis zum Ende durchgeschaut habt. Wenn ihr es denn getan habt, das kann auch sein, dass ihr mittendrin eingeschaltet habt. Und ja, ich würde dann sagen, das tue ich euch nicht mehr an. Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr es gucken werdet. Ich sag nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Jetzt habt ihr das euch doch noch angucken müssen. Ich bin gemein, ich weiß. Also Freunde, wir sehen uns dann entweder bei Dungeon Keeper oder aber bei Undead Horde oder allerspätestens beim nächsten Crash. Also bis dahin, tschüss.